Okay, lass mal hier speichern. Moment, so wie haben wir das gemacht? Das ein bisschen. Also, so muss ich. Ach, ich bin so dämlich, Junge. Ich bin ja so dämlich. Jus. Kommt wieder die coole Musik. Safe, safe. Wir gehen über auf Nummer sicher. Okay, jetzt machen wir erstmal die Tür mit Gewalt hier auf. Schlagkraft hat den Wachmann, genau. Und jetzt haben wir hier noch diese irgendwo hier. Hör mal, Mantel fasst nach der Kanone. Ja, ich glaube, das war's. Ja, ich bin. Ah, easy. Easy, gar kein Ding nicht. So, jetzt habe ich immer Zeit, die Pflanze anzugucken. Pflanze hat lange gehalten, eine Blätter, die aus dem Blumenkasten. Erstmal Leute umbringen und dann Pflanzen angucken. Blätter sind mit einem dünnen Wasserfilm überzogen. Pflanze bringt mich hier nicht weiter. Fliesen, nur so Felsen. Eine Gruppe kleiner Felsen ist im Mittel der Büsche platziert. Die Steine sind kalt und glänzen feucht. Die Steine sind fest in der Erde verankert, was? Okay. Warum nicht? Über eine der größten Tropenpflanzen des Südens befindet sich eine Sprinkleranlage, dafür vorgesehen ist, die Pflanzen feucht zu halten. Lange funktioniert mit einem eingebauten Zeitschalter. Okay, das sind alles die gleichen Pflanzen. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Tote Körper in einem meiner Widersachen liegt auf dem Boden, das beteilbar von einem Gesicht bedeckt. Die Äste sind abgebrochen, das Blut aus der zerfetzten Brust des Mannes auf dem Boden tropft auf den. Brust des Mannes auf dem. Tropft auf dem Boden. So, die Leiche finde ich doch nichts. Ja, schade. Ein kleines Thermometer für das Schwimmbecken. Ich schnicke? Mit dem Finger gegen das. Ach, schnippe wahrscheinlich, oder? Schnicke ein Morgen. Oh, das nehme ich jetzt. Schnicke ein Wort oder haben wir einfach verschrieben? Soll bleibt auf 20 Zelte stehen. Details. So. Vielleicht gibt's das. Als ich den Bodyguard erschossen habe, ist er in dieses Gebüsch gestürzt und eine Blutspur an den Blättern der Pflanze hinterlassen. Die meisten Äste sind abgeknickt und mehrere Blätter fehlen. Ich muss dieses Gebüsch nicht benutzen, aber vielleicht muss ich aufs Klo. Das grüne Blattstamm aus dem Penthouse, wo ich Crane entdeckt habe. Ich will keine Verwendung haben. Warum kann ich das mitnehmen? Ich
bin verwirrt. Über keine Felsen sind mit der Büschel platziert, die Steine sind kalt und werden feucht. Ja, sind im Boden verankert. Kann ich bei der Axt wieder mitnehmen? Körper von einem der beiden Bodyguards, die für Crane gearbeitet haben, liegen auf dem Boden und seine Füße baumeln im Pool. Meine Axt steckt immer noch in seinem Brustkorb und Blut tropft unaufhörlich auf den Boden. Ich kann mich dazu bewegen, die Axt in seinem Körper zu ziehen. Warum nicht? Im Pendosuit gibt es sogar einen Swimmingpool. Pflanzen verschiedenster Art schmücken den Raum. Sie werden durch eine Sprinkleranlage mit Wasser versorgt. Der Raum führt weiter in den Wohnbereich. Eine Gruppe kleiner Felsen mitten. Ja, das ist. Moment, was? Was ist das? Fest in der Erde verankert, natürlich Gebüsch. Der Busch besteht aus einem Haufen kleiner Blätter und dünner Äste. Tief im Gebüsch befinden sich rote Beeren, die irgendwie giftig aussehen. Greife nach der Pflanze, sie ist kalt, nass und schleimig. Er bezahlt lilafarbene Luftmatratze, schaukelt im Pool auf und ab. Auf einer Seite hat sie eine aufblasbare Halterung zum Abstimmen mit Gläsern dient. Wasser war noch nie mein Element, ich kann noch nicht mal schwimmen. Hier ist ein Pool. So wichtig. Unter des Schwimmbeckens liegt die Dose, die ins Wasser fiel, als ich den Raum betreten habe. So ähnlich. Sie fiel da rein. Hier kann ich sie nicht erreichen. Eine dieser vom Swimmingpools typischen Treppen, die so gut wie nutzlos sind. Die Stufen sind viel zu klein, außerdem ist der Pool sowieso nur einige Zentimeter tief. Zwei Chromgriffe befinden sich rechts und links an der Treppe. An der Treppe. Ist das nicht eher eine Leiter? Ich will nicht in den Pool. Ich will mal. Es ist nur wenige Zentimeter tief. Wie willst du deine Frisur verschandeln? Noch mehr Blätter. Okay, ich dachte, das ist nur ein Blatt. Okay, wir speichern auf jeden Fall nochmal. Wer weiß, was jetzt gleich noch auf mich zukommt? Nix. Okay. Mehr Felsen, die im Boden verankert sind. Kleiner glatter Felsklumpen, der durch die tropische Luftfeuchtigkeit im Raum glänzt. Steine scheinen miteinander und im Boden verwachsen zu sein. Blättliche Pflanze in einem sehr intensiven Grün. Die Pflanze sieht nicht besonders echt aus. Drücke ein Blatt der Pflanze zusammen, es fühlt sich trocken und gummiartig an. Das klingt. Ich glaube, das Blatt kann ich wieder fallen lassen. Man muss ja auch ein paar Sachen anfassen, um Beweise zu hinterlassen. Die blassblaue Lampe ist in der Vertiefung der Wand eingesetzt. Die kreisförmige Oberfläche der Lampe ragt aus der Wand. Weder eine Lampe noch irgendwo in der Nähe befindet sich ein Schalter. Es gibt hier keine Lampen mit Schalter, kann das sein? Gleiche Text nochmal. Bizarrer Raum wird von einem monströsen Fernsehapparat dominiert. Der Ton ist aus, aber der Porno läuft immer noch. Okay. Diverse Fernseher an einer geradezu gigantische Bildröhre. Schwarze Ledersofa, das weich und bequem aussieht. Das Muster ist kantig und modern. Keine Zeit rumzusitzen, keine befinden sich in der Nähe. Hatten wir schon. Geht zum Teich. Ecke des Raums befindet sich ein kleiner Fischteich, der von Wasserpflanzen umgeben ist. Das Wasser im Teich blubbert um die Felsen herum, die aus der Wasseroberfläche ragen. Blassblaue Lampe ist in der Vertiefung angesetzt, die kreisförmig nicht. Ich habe dann irgendwann damit aufgehört und gemerkt, dass das vielleicht nicht so die kluge Idee ist. Das ist ja alles mit Text zu versehen. Hm? Ah, okay. Ich bin hier beschäftigt. Ein guter Zeitpunkt ist, langsam mal zu schießen. Erstmal hier. Ein gewöhnlicher Netzwerkmonitor hängt etwa in Kopfhörern im Schlafzimmerwand. Von meiner Position aus kann ich Bilder über den Bildschirm flackern sehen. Ich habe andere Dinge zu tun. Oh, da kommt doch wer. Ich verstehe. Ich darf also nicht hier lang. Okay. Okay, ich verstehe. Ja, aber das bleibt, glaube ich, immer der gleiche Text, nehme ich an, vielleicht. Ich weiß nicht. So, lass nochmal reingehen.
Er kräht sich in sein Bett und bedeckt seinen Schritt mit einem Kissen. Seine Stirn ist von Schweißperlen überzogen und sein Brustkorb hebt und senkt sie mit jedem Atemzug. Sieht aus, als hätte er Angst vor mir. Was? Jemand hat Angst vor dir, weil du eine Knarre in seinem Zimmer hast? Hm. Hast du mich gefunden? Die Wächter haben ihren Boden geschickt. Dann bist du Crane. Wieso töten wir die nicht überbringen? Wenn du mich tötest, werden die anderen nur stärker. Ich muss dich töten, damit die Albträume aufhören. Nein, bitte lass mich leben. Nein, ich weiß, was ich zu tun habe. Okay, los. Hände zittern, wenn ich ziehe und dann den Abzug durchziehe. Jetzt kann ich den Rest gar nicht angucken. Ich muss nochmal laden. Kennt ihr das, wenn euch Albträume sagen, sie hören erst auf, wenn ihr Leute umgebracht habt? Ich kenne das. Was? Nein, ich meine, ich habe keine Ahnung. Was? Oh, darf ich jetzt mit denen reden? Ich spreche mal woanders, damit ich mir die anderen Sachen noch durchlesen kann. Steinboden? Sieht aber fast aus wie eine Person. Wächter des Dimaps steht mit gesenktem Kopf vor dir. Er hat seine Hände vor seinem Körper zusammengefaltet, sein Umhang hängt schwer von ihm herab und ich kann nur schwerlich ein Gesicht unter der Kapuze erkennen. Rein, der Weg wurde auserwählt. Ich weiß, es hat begonnen. Nein, ich weiß einen Scheiß. Kraftwerk von Crane freigesetzt wurde, ist vom Dimap aufgenommen worden. Seine Lebensenergie muss vom Netz konsumiert werden. Benutze den Schlüssel der Vorfahren, um die Kraft freizusetzen. Wir haben einen langen Weg vor uns. Die verbleibenden 6 werden stärker. Ich kann es fühlen. Sie bekommen immer mehr Anhänger und sie werden stärker. Sie fangen an, sich zu vereinigen. Wer wird der Nächste sein? Sein Name ist Sterling. Er befähigt die größte bewaffnete Macht auf der Erde. Er ist in einer mächtigsten Position und muss vernichtet werden. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, und dann war dieser Typ in der Kutte nach den Albträumen. Der hat mir auch gesagt, was ich zu tun habe. Okay. Direkt vor der Tür, die sich weit über meinen Kopf hinaus erstreckt. Die Tür ist ungefähr 1,5 Meter breit, aber mindestens 6 wieder hoch. Die Oberfläche ist blank. Ich lege meine Hand auf die Tür. Passiert nichts, okay. Kommt bestimmt noch. Geht zur Kugel. Mitte des Raumes hängt eine Kugel, die in einen Steinring eingesetzt ist. Der Steinring wird von 4 langen Ketten, die aus der Ecke des Raumes kommen, festgehalten. Die Kugel hängt so weit oben, um sie zu erreichen. Das ist nochmal diese Kugel. Geht zu Kristallen. Als ich den Kristall in die Hände nehme, leuchtet er in den kräftigen Lila. Ich spüre die Macht des Dreamwaps durch den Kristall pulsieren. Die Macht des Kristalls zu benutzen, aber ich glaube, die nehmen wir mal mit. Die 7. und beeindruckendste Tür in diesem Tunnelwerk wird von langen grünen Ästen umrankt. Bin mir nicht sicher, um was es sich handelt, aber die Äste scheinen sich langsam zu bewegen, so als wären sie lebendig. Scheint zu wachsen. Okay. Kette. Von 4 steinigen Ketten, die einzelne Kugeln in die Decke gehalten haben, fest in der Wand montiert und aufwendig gearbeitet. Hängt so hoch, ich komme nicht ran. Es ist überall identisch. Ich fasse mal die Tür an. Ich wollte noch gar nicht reingehen. Dieser riesige Stück Stein ist
ist so poliert, dass die Oberfläche wie ein Spiegel wirkt. In der Mitte befindet sich ein steinerner Sockel. Sockel scheint wichtiger zu sein als die Platte. Ja, völlig vorsichtig mit solchen Aussagen. 1,5 Meter über Steinsockel, eine Öffnung, die aussieht wie ein Schlüsselloch, befinden sich auf der Oberseite. Scheint nicht zu funktionieren. Schlüssel? Ah! Ich nehme meinen Schlüssel und stecke ihn in den Sockel. Das macht man, wenn man den nicht dabei hat. Gefickt sein, nehme ich an. Nächste Frage. Habe ich meinen Schlüssel noch? Ich habe meinen Schlüssel noch. Okay. Nächste Frage. War das korrekt? Nicht, dass ich noch was vergesse, das ich brauche ich dann später. Ich weiß nur bei so alten Spielen immer nie so genau. Nee, ich glaube nicht. Die anderen Türen gehen nicht auf, das sind für die anderen Leute. Ne? Ich muss 6 Leute töten, das sind insgesamt 7 Türen, eine ging auf, ja. So, jetzt muss ich mir das andere Zeug noch angucken. Also nicht dieses Zeug. Ah, ich darf gar nicht. Auf den Stufen im Raum liegt ein Kleid, das der Frau gehört, die mit Kleinen im Bett liegt. Kleid muss wohl im Zuge der Leidenschaft, genau wie die anderen Klamotten, hastig auf den Boden geworfen worden sein. Ich bin keine Tontöne. Warum denn nicht? Auf dem Boden liegt er zusammengeknautscht für das Paar Devins. Wahrscheinlich David Crane gehören. Sie sehen gut, so gut wie neu aus. Bett im bloßen Zimmer ist. In diesem Zimmer ist ziemlich groß, ein verzierter Messingrahmen und Bettbezug aus feinster Seide. David Crane liegt auf dem Bett und sieht ziemlich verängstigt aus. Wenn sie töten, nicht um mit ihm zu schlafen. Ich sehe, ob ich jetzt wieder rausgehe. Habe ich alles untersucht soweit? Schränke oder so, aber. Ich glaube, ich kann hier wirklich nichts anderes machen. Also. Gucken wir uns das nicht nochmal an. So geil ist die Grafik nicht, dass das sich lohnen würde. Gehe zum Müll. Delfini-Honig. Was? Als ich über den Rand des Containers schaue, sehe ich einen großen Haufen überstinkenden Mülls. Ich stecke meinen Arm über den Rand des Containers, komme nicht richtig dran. Das ist alles nur Müll? Müllschacht. Über das Müllschacht, das kommt aus der Wand, Ende über den Container, das Ende des Rohrs hat einen gebogenen Rand. Die Müllschlucker nur vom Gebäude aus benutzen. Hörner riecht ekelerregend. Der Grund des Containers ist mit einem 10 cm dicken Schicht verfaulten Mülls bedeckt. Seien sie glitschig und finde keinen festen Halt. Ist vielleicht auch besser so, dass ich keinen Halt finde. Ist vielleicht einfach besser. Ein dünnes Metallrohr bei mir verbindet die beiden Gebäude. Ich habe keine Verwendung für das Rohr. Ich habe immer eine Verwendung für mein Rohr. Was? Wand. Straße. Also das ist... Noch ein Rohr. Die Führerfeld zum Müllschacht und über den Container. Gitter, Kanaldeckel aus Metall, aus dem die Geräusche des Regenwassers ertönen. Der Gitter ist so schwer zum Hochheben. Lampe, klar. Neonlampe ist so schmutzig, dass sie nur sehr wenig Licht spendet. Ich kann diese mobile Funzel nicht gebrauchen. Das Stacheldraht kreuzt diese Teil der Straße. Ich frage mich, wie der Müll jemals aus diesem Container entfernt werden soll. Gar nicht. Jetzt habe ich ein Loch. Mehrere Lampen. Diese Straßenmündung wird von 2 roten Lampen beleuchtet. Beide sind in der Wand über mir befestigt. Die Lampe, die in der Wand befestigt ist. Lampe einen Stoß, aber nichts geschieht. Wie hier jede Lampe Neonröhre ist und Farbe und so.
Alle. Spargispa. Verschwebt mir aber ein bisschen was. Okay, vielleicht will ich auch nicht mehr zurück zum... Vielleicht will ich auch einfach nicht mehr zurück zum Hotel.